Wir schreiben das Jahr 2022. Max ist noch jung, also ich bin noch jung, also keine 30 Jahre alt, und ich habe mein tolles Indie-Game namens Mandragora mal genau angeschaut. Damals im Hyped Nummer 6 habe ich mir den Kickstart-Erfolg, die Stretch Goals und alles weitere angeschaut und auseinandergenommen, was es zu sehen gab, und euch vorgestellt und gezeigt, warum es ein gutes Spiel werden kann. 2023 waren die Entwickler dann tatsächlich auch auf der Gamescom und haben T-Shirts verteilt an die ersten 200 Leute, die am Tag die Demos gezockt haben. Ich war nicht da, Bronstock war da, hat aber trotzdem kein T-Shirt bekommen, weil es vercheckt hat. Aber das nur mal so am Rande. Im Hype 6 habe ich dann noch großmäulig, wie ich bin, gesagt, September, Oktober 2023 wird es bestimmt soweit sein. Und naja, jetzt haben wir Juni. Aber nicht verzagen, Kickstarter-Fragen. Am 28.03. kam ein Update-Post auf Kickstarter und den schauen wir uns heute mal genau an. Dafür bin ich zugegebenermaßen auch schon ein bisschen spät dran, aber hey, Umzüge gehen halt auch nicht von heute auf morgen. Meine, ihr seht im Hintergrund. Genauer gesagt werde ich mein altes Video nochmal ein wenig zusammenfassen und dann werde ich auf den Post eingehen, der bei Kickstarter gemacht wurde, und dann ein neues Fazit ziehen. Also würde ich sagen, auf geht's! Im Hype Nummer 6 habe ich mir alles angeschaut von Mandragora, was es zu sehen gab, zu hören gab, zu riechen gab, zu schmecken gab. Normale Ziele, Stretch Goals und alles Gameplay-mäßige, was ich damals finden konnte. Mythimu, Splattercat Gaming und so weiter, wie sie nicht alle heißen. Ich habe alles aufgesogen, wie so ein richtiger SpongeBob, wie so ein richtiger Schwamm, Alter. Der ganze Kickstarter ist schlüssig, alles ergibt Sinn und das Studio hat keine übermäßig großen Ambitionen, welche unrealistisch umzusetzen sind. Natürlich sind die Ambitionen groß, aber man sollte sich halt nicht übernehmen. Und ja, ich habe nicht das Gefühl, dass sie das tun. Klar, das Spiel sollte eigentlich 2023 rauskommen, aber welches Spiel wird heutzutage denn bitte nicht verschoben? Das Studio nimmt einfach dieses düstere Metroidvania-Setting und umarmt es komplett, nimmt es in sich auf und sagt, jetzt rein, und das finde ich super. Und alle Signale standen auch auf grün, zumindest von der Community aus, dass sie gesagt hat, yes, genau das wollen wir, und zwar am besten gestern. Also, was war damals der Stand der Dinge? Es sah schon alles ziemlich gut aus, das Pre-Alpha-Gameplay, was ich gesehen habe bei Mythimu, Splattercat und wie sie nicht alle heißen, waren schon ziemlich poliert, bugfrei, und ich habe mich schon sehr auf den Release 2023 gefreut, aber das hatten wir ja gerade schon, da ist ja leider nichts draus geworden. Aber wir kommen jetzt erstmal zum Wichtigsten. Im neuesten Post wird bestätigt, dass alle Level von Mandragora spielbar sind. Und damit kommen wir jetzt auch direkt zum Hauptteil des Videos, der neueste Post. Das Wichtigste vorweg, alle Level von Mandragora sind von Anfang bis Ende spielbar. Das heißt jetzt noch lange nicht, dass das Spiel zu 100% fertig ist, aber es ist ein riesen Meilenstein, der uns alle näher an den Release bringt. Gesprochen wird im Post von später in diesem Jahr, also vielleicht im Herbst oder im Spätsommer. Ich meine, das heißt jetzt wahrscheinlich einfach nur, dass wir noch ein bisschen geduldig sein müssen und das Entwicklerteam arbeiten lassen soll. Und wir sollten sie auch aus ganz wichtigen Aspekten arbeiten lassen, denn zum Beispiel versuchen sie durch NPCs der Welt von Faeldum Leben einzuhauchen. Jeder NPC, mit dem gesprochen werden kann, hat jetzt eine eigene Persönlichkeit und auch Voice Lines. Manchmal sind es dann wahrscheinlich nur ein bis zwei Sätze, aber manchmal auch tiefgreifende Dialoge mit diversen Leuten. All das muss natürlich passieren, weil Faeldum eine neue Welt ist, die noch niemand kennt. Es ist ein unbeschriebenes Blatt, was irgendwie gefüllt werden muss. Also es ist natürlich eine riesige Aufgabe für das Entwicklerteam, die Welt mit Leben zu füllen. Und ein wirklich gutes Fundament und tragende Säulen sind dann natürlich Charakter. Und wenn man ein Fundament hat, dann muss der Rest ja auch noch aufgefüllt werden. Wie so ein Kaugummiautomat halt. Und wie macht man das mit einem Metroidvania Dark Souls Hybriden? Mit Loot. Und natürlich wird es auch Quests geben und natürlich werden wir auch die Möglichkeit haben, unseren Helden zu gestalten, wie wir wollen. Ein Feuerzauber benutzenden Paladin geht. Ein Frosthammer schwingender Barbar funktioniert. Ein Assassine mit zwei vergifteten Dolch, ja, geht auch. Und ein Magier, ja, sowieso. Hunderte von Gegenständen wird es in Mandragora geben und sie sind auch fast alle fertiggestellt, damit wir sie uns in-game mal genauer angucken können. Egal was wir benutzen wollen im Spiel, alles wird ebenfalls sichtbar sein im Charakter. Egal ob Turmschild, egal ob Zweihandschwert, alles funktioniert und wird sichtbar sein und zu 100% in 3D modelliert sein. Dann haben wir ein Schwert und ein Schild, und was machen wir dann? Genau, Gegner zu zerkloppen. Das geht von Goblins über untote Skelette bis hin zu Jötun mit riesigen Eishämmern. Knallharte Bosse mit Zaubersprüchen erwarten uns in jedem Level, lästiges Ungeziefer in den Katakomben und umherschlurfende Zombies und Skelette in den einst bunten florierenden Städten. Und alle Gegner gibt es natürlich auch die ein oder andere gute oder auch eher schlechte Herangehensweise.
Und um jetzt das Paket Mandragora noch komplett zusammenzuschnüren, fehlt noch eine tolle Geschichte. Das ist im Prinzip die Sahne auf der Kirsche, andersrum die Kirsche auf der Sahne, und es gibt eine düstere Geschichte mit den unterschiedlichsten Charakteren und unbequemen Wahrheiten. Brian Mitsoda, der Narrative Lead des Entwicklerteams, hat sogar bestätigt, dass wir ebenfalls Entscheidungen treffen müssen in dem Spiel und dadurch die Welt bei jedem ein wenig anders aussehen wird, je weiter das Spiel voranschreitet. Wir müssen uns zwischen Freund und Feind unterscheiden, und bestimmt gibt es auch manchmal Charakter, die wir links liegen lassen müssen, welcher uns eigentlich immer gute Dienste geleistet hat, aber vielleicht durch eine moralische Verzwicktheit jetzt nicht mehr unseren Idealen entspricht. Aber die sind alle eigentlich auch alt genug, eigentlich schaffen die das auch schon. Apropos schaffen, jetzt ist Fazitzeit. Ich hoffe, dass die Entwickler und Entwicklerinnen es schaffen, Mandragora jetzt mit großen Schritten fertigzustellen. Ich habe tatsächlich richtig Bock auf das Game und bin super gespannt, wie viel Content die Vollversion zu bieten haben wird. Ich tippe jetzt auf Mitte 2024, Spätsommer, ich würde sagen Juli, August, irgendwie so. Und ich hoffe, dass wir uns dann in die Welt von Faeldum stürzen können. Falls es zwischendurch neue Updates gibt, werdet ihr natürlich hier auf meinem YouTube-Kanal auf dem Laufenden gehalten, also lasst auf jeden Fall mal ein Abo da. Worauf freut ihr euch denn am meisten bei Mandragora? Welche Klasse wollt ihr zocken, und was ist eigentlich eure Lieblingszauberart? Ich tatsächlich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Frost ganz gerne, einfach weil man damit den Kampf so gut kontrollieren kann. Haut mir das gerne mal unten in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, macht's gut, haut rein und gabt euch wohl. Ciao, ciao.